Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer Sendung der Freitagspalette im offenen Kanal Rheinland-Pfalz. Wir befinden uns heute in der Anzuchtgärtnerei der Lebenshilfe und unsere Gesprächspartner sind Frau Engelmann und Frau Nestler. Zunächst begrüße ich Frau Engelmann. Sie ist die Leiterin der Gärtnerei. Guten Tag, Frau Engelmann. Guten Tag. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen Auskunft geben, welche Aufgaben Sie hier erfüllen und wie die Organisation hier in der Gärtnerei abläuft. Ich bin zuständig für die Planung der Kulturen, bin zuständig für die Einteilung der Behinderten, für die Anleitung der Behinderten und für den Absatz und Verkauf und die Pflege der Pflanzen. Wer entscheidet denn, welche Pflanzen zum Beispiel zur Anzucht kommen? Wovon hängt das ab? Das entscheide ich mit den Kollegen zusammen und in Abstimmung mit dem Friedhof und mit dem Blumenhaus. Und welche Behinderungen sind bei Ihnen kommen zum Einsatz? Ist das ganz verschieden oder muss man eine bestimmte Befähigung auch mitbringen? Ja, man muss zumindest ein bisschen praktische Erfahrung, praktische Kenntnisse mitbringen. Man muss, die Leute müssen ein bisschen Orientierungssinn haben. Sie müssen auch immer in der Lage sein, alleine irgendwo in einem Raum zu arbeiten und nicht ständig, dass sie ständig unter Kontrolle sein müssen. Sie müssen in der Lage sein, ein bisschen feinmotorisch ein bisschen was zu machen, bei Stecklingschnitt und bei Jungpflanzen eintopfen und so weiter. Ist es nochmal ein Unterschied, ob Sie jetzt nur in der Anzuchtgärtnerei arbeiten oder ob Sie auch in der Pflege im Friedhof dann eingesetzt werden? Das ist ein riesengroßer Unterschied, weil auf dem Friedhof müssen sie schon wirklich von der Orientierung her wesentlich besser sein. Sonst verläuft sich da jemand auf dem Friedhof und sie müssen auch schon mal mehrere Arbeitsgänge hintereinander begreifen. Also müssen eigentlich selbstständiger arbeiten können als die hier in der Gärtnerei eingesetzt sind. Ihre Berufsausbildung, Sie sind Gärtnermeisterin. Ich bin Gärtnermeisterin, ja, und habe mittlerweile eine 30-jährige Berufserfahrung. Mhm. Also von daher ist das ganz gut und habe auch schon vorher mit Langzeitarbeitslosen lange Jahre gearbeitet, habe in der Suchtkrankenhilfe gearbeitet und von daher bringe ich auch pädagogisch einiges mit. Brauchen Sie noch eine zusätzliche Ausbildung für diese Betreuung der Behinderten? Das wird in Zukunft so sein, dass man als Gruppenleiter, ich bin hier eingestellt als Gruppenleiterin, eine Zusatzausbildung braucht. Und die werde ich dann auch machen. Ist das eine längere Ausbildung oder zieht die sich über einen längeren Zeitraum hin? Die zieht sich über einen längeren Zeitraum hin, immer so wochenweise. Das wird sich über 2 Jahre hinziehen. Bis man diese Zusatzqualifikation dann hat. Ja, richtig. Gut, vielen Dank. Innerhalb der Gärtnerei ist auch die Betreuung und Pflege von Gräbern vorgesehen. Hierfür ist Gärtnermeisterin Frau Kilo-Nestler zuständig. Guten Tag, Frau Nestler. Guten Tag. Wir werden nun einen kurzen Gang über den Friedhof machen und Frau Nestler wird uns einige Erklärungen dazu geben. Hallo, sehr verehrte Zuschauer, wir sind jetzt rübergefahren auf den Hauptfriedhof, der auf der Hochheimer Höhe, und sind jetzt hier bei einem Grab, das wir in Pflege haben. Es ist so, dass die Behinderten hier auf dem Friedhof für die Grabpflege zuständig sind. Die Grabpflege umfasst, wie Sie jetzt hier zum Beispiel sehen, das Pflegen von Befreien von Unkräutern und das Sauberhalten, auch das Pflanzen gehört dazu, geschnitten
wird auch einmal im Jahr. Und das Begießen gehört ebenfalls dazu. Die Betreuung wird hauptsächlich von den Behinderten durchgeführt. Sie werden angelernt und kontrolliert, ob sie die Arbeit richtig machen. Zu uns können sie kommen. Einmal haben wir das Blumenhaus als Anlaufstelle. Dort kann man entweder einen Auftrag geben zum Bepflanzen des Grabes, zum Anlegen des Grabes und auch Pflegeverträge sowie Gießaufträge im Sommer. Das alles erfahren Sie von unseren Floristen genauer, weil es kommt darauf an, was Sie für ein Grab haben, ob es jetzt ein einstelliges Grab ist oder ein zweistelliges Grab oder auch ein Familiengrab. Man muss darauf achten, wenn man zum Beispiel jetzt eine Beisetzung hatte und eine Neuanlage machen möchte, wo liegt dieses Grab? Ist es ein sonniger Standort? Ist es eher ein schattiger oder ein halbschattiger Standort? Und dann in der Pflanzenauswahl werden Sie dann gerne von mir beraten, können allerdings auch schon bei den Floristen, bei den Damen im Blumenhaus Anfragen stellen. Oder das Einfachste ist, Sie machen einfach einen Termin mit mir aus und wir gehen dann zusammen an die Stelle, wo Ihr Grab ist und ich kann Sie dann dort beraten. So, wir sind jetzt wieder zurückgefahren in die Gärtnerei und sind nun hier an der Anlage vor dem Haus und dort sind drei Mustergräber zu sehen. Hier ist das erste Mustergrab, das ist hauptsächlich aus Stauden dargestellt. Der Vorteil bei Stauden ist, dass sie im Winter überruhen. Es hat dadurch, dass es sehr zusammenwächst, wenig Pflegeaufwand. Das ist jetzt das Mustergrab Nummer 2. Hier sehen Sie einmal hinten diese Taxussäulen, das ist Eibe. Und dann darunter direkt gepflanzt die flachwachsende Eibe und der Oionimus und ein kleines Pflanzbeet in der Mitte. Dieses Grab muss einmal im Jahr geschnitten werden. Der Zeitpunkt ist jetzt von den Pflanzen her gekommen, aber von der Witterung her warten wir lieber noch circa einen Monat. Und wenn das Wetter dann etwas kühler ist, nicht mehr so stark die Sonne scheint, dann ist das besser für die Pflanzen. So, das ist jetzt Mustergrab Nummer 3. Das ist ein Beispiel, wie man ein Urnengrab pflanzen kann. Außenrum sehen Sie eine Buchshecke und einen kleinen Buchskegel in der Ecke. Und die Begonien sind jetzt schon zu dieser Jahreszeit sehr hoch gewachsen. Die Einfassungen hier auf dem Mustergrabfeld sind eine Leihgabe eines am Friedhof ansässigen Steinmetzbetriebes und die Grabsteine beschriftet, sowie die Einfassungen können Sie bei den Steinmetzen direkt bekommen. Liebe Zuschauer, wir sind nun wieder zurück vom Friedhof mit seinen schönen Anlagen und haben noch einige Fragen an Frau Nestler. Frau Nestler, wir sitzen hier in einem Holzhütchen innerhalb der Gärtnerei. Welchen Zweck erfüllt denn diese Hütte hier? Also diese Hütte, die dient eigentlich als Aufenthalt für die Behinderten in der Pause. Also sie setzen sich hier gerne hin in ihrer Mittagspause, haben eine Stunde Mittagspause und entspannen sich hier oder unterhalten sich einfach miteinander. Wird auch gefeiert ab und zu ein bisschen? Ja, machen wir schon mal, also 1-2 Mal im Jahr. Ich bin jetzt selbst noch nicht so lange da, aber es wurde auch schon zum Feiern genutzt. Wie lange sind Sie denn hier beschäftigt? Ich bin jetzt seit September 2001 hier beschäftigt. Und Sie sind noch relativ jung. Sind Sie direkt von der Schule gekommen oder haben Sie schon auch mehrere Jahre Berufserfahrung? Also hierher bin ich gekommen im Anschluss an meine Meisterausbildung. Ich war ein Jahr auf der Meisterschule gewesen und davor musste ich überhaupt, um auf die Meisterschule zu kommen, 3 Jahre Praxis haben, wie gesagt, also 3 Jahre Berufserfahrung. Und vermutlich auch noch diese Zusatzqualifikation irgendwann machen, von der Frau Engelmann vorhin gesprochen. Ja, genau, diese Zusatzqualifikation kommt für mich dann auch noch in Frage.
wir haben diese pädagogischen Ausbildungen nur, was halt im Rahmen der Meisterschule gemacht wird. Also wir hatten vorhin von Frau Engelmann gehört, dass die, die Behinderten, die auf dem Friedhof eingesetzt werden, etwas selbstständiger arbeiten können müssen, als die in der Gärtnerei sind. Betreuen Sie die dann vor Ort auf dem Friedhof? Gehen Sie da mit herum oder besprechen Sie mit ihnen, wie die Grabpflege auszusehen hat, was gemacht werden muss? Also es ist so, wir haben einen Behinderten beschäftigt, der ist psychisch krank. Er kann selbstständig arbeiten, er kann auch hat auch einen Führerschein für diese Leiber, für diese Fahrzeuge, die auf dem Friedhof in Einsatz kommen, und wird dann immer begleitet von einem Behinderten. Und ich kontrolliere die Arbeiten von ihnen, zeige ihnen, wie die Grabpflege gemacht wird, leite sie an und überprüfe dann auch, ob das dann richtig gemacht wird. Es ist ja sicher auch so, es werden ja Aufträge erteilt von den Besitzern der Gräber. Sind die Behinderten in der Lage, das selbst zu kontrollieren, oder das ist nicht möglich? Sie müssen das. Also bei den Aufträgen ist es so, dass ich die meistens mache oder ich sage, was gemacht werden muss. Es ist wie gesagt auch so, der junge Mann, der halt selbstständig arbeiten kann und immer noch jemanden mitnimmt, bei ihm ist es so, er hat auch eine gute Orientierung, kann auch den Plan lesen, weil der Friedhof ist sehr groß. Es befinden sich 70.000 Gräber auf dem Friedhof. 70.000. Und da muss man, wie gesagt, auch die Orientierung haben und auch diese Karten lesen können. Und da ist das schon mal manchmal etwas schwieriger, gerade wenn es jetzt neue Pflegegräber sind, dass er das auf Anhieb findet. Wie ist das denn mit dem Erlös, der erwirtschaftet wird aus dieser Gärtnerei? Wo geht das hin? Wie läuft das ab? In welcher Form sind Sie angestellt bei der Lebenshilfe? Also der Erlös, der aus der Gärtnerei kommt oder halt auch vom Friedhof, ist so, dass wir die Löhne der Behinderten, also der Werkstattangestellten, werden damit gedeckt. Also die Werkstattangestellten bekommen auch ein Entgelt für diese Tätigkeit. Natürlich. Und der das ist damit abgedeckt? Ja, das muss damit abgedeckt werden. Und wie viele Behinderte sind zu betreuen jetzt oder sind im Einsatz? Im Moment in der Gärtnerei haben wir 9 Behinderte, dann 2 Mitarbeiter, die 50% behindert sind, also mit einem Schwerbehindertenausweis. Das sind integrative Stellen vom Arbeitsamt, sind die vermittelt. Und dann noch ein Gärtner und 2 Gärtnermeisterinnen.